Wir schreiben das Jahr 1944 und Rudolf Werber ist ein junger jüdischer Mann, der im Konzentrationslager Auschwitz inhaftiert ist. Er ist fest entschlossen zu fliehen, aber die Chancen stehen schlecht für ihn. Zu allem Überfluss erfährt Rudolf, dass die Nazis planen, jeden einzelnen Häftling des Lagers noch vor Kriegsende zu töten. Entschlossen, diese Gräueltaten vor der Weltöffentlichkeit zu präsentieren, tut sich Rudolf mit seinem Mitgefangenen Alfred Wetzer zusammen. Gemeinsam planen sie eine waghalsige Flucht, bei der sie sich 4 Tage lang in einem provisorischen Unterschlupf ohne Essen und Trinken verstecken müssten. Es gelingt ihnen, sich an den Nazis vorbeizuschleichen, um bis in die Slowakei zu gelangen, wo sie ihre Geschichte den jüdischen Führern erzählen. Ihr Bericht, der heute als Werber-Wetzler-Bericht bekannt ist, ist eines der wichtigsten Beweisstücke für den Holocaust, das je erstellt wurde. Es wurde bei den Nürnberger Prozessen als Beweismittel verwendet und trug wesentlich zur Befreiung von Auschwitz bei. Rudolfs und Alfreds Tapferkeit sowie ihre Opfer haben ihnen Platz in der Geschichte als Helden eingebracht und ihre Flucht ist eine eindrucksvolle Erinnerung an die Widerstandsfähigkeit des menschlichen Geistes angesichts unvorstellbaren Umständen.